unterscheidet ihn ja von vielen, vielen anderen Läufern, wenn der da so richtig Gas gibt. Tut sich Daniel Mesutic etwas schwerer. Ja, aber auch Martin Foucault weiß, er darf jetzt nicht alles riskieren, er darf jetzt nicht unbedingt hinspringen, sonst hat er nämlich tatsächlich keine Chance. Er ist auf einen Fehler von Schipulin angewiesen und beide haben eine enorm starke Schlussrunde, da sind wir dann gespannt. Ja, haben wir hier Garanicev, dann Svensson, Lukas Hofer mit dabei. Also ganz stark, der 23-jährige Italiener hier aus Brunne, ganz aus der Nähe. Der beste Italiener im Moment im Weltcup, als 30. nur. Aber noch keine Top-10-Platzierung. Das kann heute was werden. Für ihn sicher nicht mehr. Für ihn gilt es hier gedanklich irgendwie halbwegs gut rauszukommen. Für Arndt Peiffer. Ja, er kann es. Ja, und das ist ja auch gut. Das ist auch wichtig, dass es funktioniert. Auch für ihn. Da wird ihm wirklich so ein kleiner Brocken da vom Herzen fallen. Denn nichts ist bitterer, als es dann sich so fortsetzt und immer weiter geht. Und wenn du als 57. startest und dann vielleicht noch weiter hinten ankommst, was ja kaum geht, heute eigentlich gar nicht, weil gar nicht so viele dabei sind, weil ja 5 zurückgezogen haben. So, wir schauen auf die Uhr. 11,3, ja, genauso viel wie ja. Zuletzt, bei der letzten Zwischenzeit. Daniel Mesutic verliert unwesentlich. Ja, wenig, ja. Auch noch im Bereich einer Strafrunde. Aber Mesutic würde ich jetzt auf der letzten Runde nicht ganz so stark einschätzen. Ja, da kommen hier noch 2-3 Schnelle. Mit Garanicev, mit Svensson und Lukas Hofer. Der lässt sich hier tragen von seinen Fans. Vor heimischer Kulisse. Wie schon Karin Oberhofer bei den Damen mit außergewöhnlicher Leistung. Und hier im Doppelpack Simon Schemp und Erik Lesser. So, er hat es in der Hand. Auf dem ersten Stand Anton Schipulin. Martin Fourcade kann jetzt noch ein bisschen schauen, was der Russe da so treibt. Muss sich aber auf sich konzentrieren. Ein wenig Lärm machen beim Hinlaufen. Husten, so, ich bin jetzt da. Und jetzt aber weg, jetzt aber los, Anton Schipulin. Ja, und Martin Foucault liegt daneben mit dem ersten Schuss. Vorteil bei dem Russen, das sollte er nach Hause kriegen, sage ich mal. Eine Strafrunde also vor für Martin Foucault. Daniel Mesutic, der schießt heute richtig klasse und verdient sich damit eine tolle Platzierung. So, Svensson mit Fehler. Auch Hofer mit Fehler. Fakt ist jetzt weg. Der ist schnell. Mit dem muss Mesutic rechnen. Den hat er knapp hinter sich. Landertinger, zweiter starker Österreicher. Jetzt auch mit Fehler. Und wir schauen, wie es den Deutschen weitergeht. Wo geht's hin? Auf welche Platzierungen? Viele gelbe Punkte haben wir jetzt gesehen. Wieder mit 2 Fehlern rausgehen hier in die Runde. Richtig bitter für die deutsche Mannschaft heute. Weit, weit weg das vordere Feld für die deutschen Athleten. Ja, die haben das Schießen heute einfach nicht in den Griff bekommen, geschlossen nicht. Woran es lag, jeder Einzelne möchte das für sich analysieren. Und Anton Schipulin, der führt hier trotz eines Fehlers mehr gegenüber Daniel Mesutic und auch gegenüber Jakob Fack. Martin Foucault ja auch mit 2 Fehlern. Das sind die ersten 4. Läuft hier seinem 4. Sieg entgegen, den 2. in den Tagen von Anton Schipulin. Seiner Schwester ging es nicht ganz so gut heute Morgen. Die ist im hinteren Feld gelandet nach dem Sieg im Sprint. Also beide werden sie heute eben nicht auf dem Podest stehen, aber dass Anton Schipulin
wieder ganz oben steht. Das ist sicher. Ganz das positive Erlebnis zum Schluss für Erik Lesser, auch nicht für Simon Schemm. So, Florian Graf, wenn ich es jetzt recht gesehen habe, 25., 24., 25. so in der Ecke unterwegs. Schemm nochmal mit zwei Fehlern. 25. Florian Graf, 1,56 zurück mit vier Fehlern. Und Jakob Fack hat schon die Lücke zugelaufen zu Daniel Mesotic. Und auch Martin Volkart, der hat die beiden da vor Augen. Geht es Daniel Mesotic da so ein bisschen wie heute Morgen Nadine Heuchler, die auch in dieser Position lag und dann noch vom Podest geschubst wurde? Aber der wehrt sich, der Daniel Mesotic. Ich glaube nicht, dass er gegen Fack eine Chance hat. Der geht jetzt raus. Jetzt geht er, über allem. Jetzt werden wir hoffentlich einen schönen Zweikampf sehen. Hier sehen wir die beiden. Ja, und die Frage ist, ob Martin Foucault da auch noch eingreifen kann. Ja, das ist gut möglich. Ja, Fack ist vorbei. Ja. Keine Chance. Kurzer Antritt. Genau die Stelle, die wir ja auch schon häufig hier thematisiert haben in den Tagen. Das ist eine gute Position. Da kannst du es schaffen, vorbeizugehen. Die Strecke unglaublich breit auch. Überhaupt kein Thema, dass es da eng würde oder Behinderungen gäbe. Und auch Martin Foucault hat hier nochmal richtig angerissen, versucht Meter gut zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass er auch Mesotic jetzt dann überholt. Ja, und das sagen wir ja auch immer wieder, wenn man dann den Gegner da vor Augen hat. Es gibt nochmal zusätzlich Adrenalin. Wie der da hochrennt. Ja, das sind Kämpfer. Das in der Verfolgung, die ja wirklich auch eine Nervensache sind. Immer wieder am Schießstand wird das Feld neu durchgemischt. Er hier hat das ganz souverän gestalten können. Von Anfang bis Ende, trotz der zwei Fehler, muss man sagen, hat er das Rennen kontrolliert. Anton Schipulin, der 25-jährige Russe. Ich hab's gesagt, vierter Weltcupsieg insgesamt. Der zweite in dieser Saison. Und er wird damit im fünften Verfolger der Saison der fünfte Sieger. Jedes Mal ein anderer, zum zweiten Mal ein Russe. In Oberhof war es Malischko, jetzt also Anton Schipulin. Und Pfeiffer hat gerade eben das letzte Mal geschossen, zwei Fehler. Also das dürfte die bitterste Niederlage der letzten 10 Jahre geworden sein heute. Das fürchte ich auch. Da muss er kurz in sich gehen und das möglichst wegstecken. So, Daniel Mesotic versucht, sich da ziehen zu lassen von Jakob Fack. Super hat er das gemacht, Kommt aber, glaube ich, nicht mehr hin. Das nicht, aber ich glaube, es geht mehr darum, auch Martin Foucault vom Leibe zu halten. Den hält es sich gut vom Leibe. Der hat mittlerweile wieder etwas Zeit verloren. Bei diesem Angriff auf der Huberalm hat er den letzten Rest an Kraft investiert, Martin Foucault. Und während Anton Schipulin sich hier die Zeit nimmt und die Flagge läuft, Arndt Pfeiffer frustriert in der Strafrunde. Bitteres Bild, wenn man hier aus dem Fenster schaut. Gratulation an Anton Schipulin. Zweites Rennen in Antols, zweiter Sieg. Souverän, souveräner das Rennen, als er da die Fahne ins Ziel trägt. Und Arndt Pfeiffer, der muss jetzt noch die 2,5 Kilometer da hinterherlaufen, wissend, dass der erste schon im Ziel ist. Noch ein kleiner Nadelstich. Jakob Fack, Gratulation nach Platz 3 im Sprint. Zweiter in der Verfolgung und wirklich, da ziehe ich den Hut vor Daniel Mesotic, so zurückzukommen aus einer langen Phase. Nur in Östersund war er dabei, dann rausgegangen in den IBU Cup und hier zurückgekehrt in die Höhe von Antols und dann diese Leistungen heute mit dem Podest belohnt. Martin Foucault hat alles versucht. Emil Heckle-Svensson auf dem fünften Rang. Garanicev, die schnellen Leute schon vorne mit drin. Gutes Ergebnis aus österreichischer Sicht heute. Dominik Landertinger auf dem siebten Rang. Also zwei Österreicher ganz vorne mit drin. Landertinger die schnellste Laufzeit. Bester Verfolger heute Björn Ferry. Wir starten mit 34.
Und da haben wir Lukas Hofer, der sich hier feiern lässt von seinen Fans. Am Ende der 13. Rang, also wurde nichts mit dem Top-10-Platz für den schnellen jungen Mann, der so unglaublich schnell auch schießen kann. Kommen hier relativ dicht beieinander ein, die Italiener Hofer, De Lorenzi 15., 17. Martinelli. Und Friedrich Pinter, der hier lange vorne mitgemischt hat, zwischendurch mal auf dem 2. Rang lag. Jetzt also weit hinten am Ende gelandet, auf dem 19. Rang. So, das Trikot mit der 13 kommt. Florian Graf. Und das ist wirklich bitter für die deutsche Mannschaft. Fotofinish gibt es jetzt noch. 27. oder 28. Rang als bester Deutscher. Uiui, ganz schön ausgepumpt. Also, das ist ein kleines Debakel. Das werden Sie auch so sehen, dass Sie sich da vor allen Dingen am Schießstand eingehandelt haben.